Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie das blanke Entsetzen packt? Anders kann man die unglaublichen Praktiken der deutschen Automobilindustrie wohl kaum bezeichnen. Erst der Abgasskandal, der uns weltweit Schaden brachte. Und jetzt kommt der Verdacht auf Absprachen auf, wohl zum Nachteil der Verbraucher und der Kunden. Gewerkschafter, Politiker, sie alle sitzen in den Aufsichtsgremien und wollen alle von nichts was gewusst haben. Naja, Automobilindustrie am Abgrund. Absprachen, Abzocke, Abgasskandal. Das mein Thema. Willkommen aus dem Herzen Berlins. Nun hat es auch Bosch getroffen. Man kam ins Gerede in Stuttgart, nämlich ein klassischer Autozulieferer, der Konzern Bosch, jetzt also auch betroffen. Irgendwie ist das ein Fass ohne Boden. Immer was Neues, täglich, fast stündlich. Unsere gute alte Autoindustrie, sie steht vor dem Abgrund und dem Desaster. Wer das aber wahrscheinlich alles bezahlen muss, oder weitestgehend, nämlich Steuerzahler und Kunden und Verbraucher, über den wird kaum gesprochen. Wir wollen das heute tun. Ich freue mich, dass Kerstin Gammelin da ist, Kollegin von der Süddeutschen Zeitung. Sie ist stellvertretende Bürochefin hier in Berlin und sie war lange Jahre Europakorrespondentin in Brüssel, was ja zu unserem Thema auch nicht unwichtig ist. Herzlich willkommen. Danke. Und ihr gegenüber sitzt sozusagen der Ideale, den man sich vorstellen kann aus dem Bereich von Politik und Verbraucherschutz, Klaus Müller. Er ist nämlich Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Er war lange Jahre Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein für die Grünen und damals mit 29 Jahren der jüngste Minister in Deutschland. Herzlich willkommen. Frau Gammelin, Sie haben viel recherchiert und darüber schon geschrieben und gesprochen, und zwar sehr engagiert. Bei der Steinkohle haben wir ja mal einen ähnlichen Niedergang gehabt, wo eigentlich die Arbeitsplätze alle verschwunden sind und man, als wäre das vom Himmel gefallen. Steht die Autoindustrie vor einem ähnlichen Abgrund? Man kann ganz klar zurückschauen und sagen, als die Energiekonzerne, die Kohlekonzerne vor dem Wandel standen, hieß es auch, wir haben eine Brückentechnologie, sie waren so gut vernetzt wie alle anderen. Am Anfang, da war genau der Vertrauensverlust, den wir heute auch bei den Autokonzernen haben. Und deswegen ist es ein ähnliches Schicksal, was da wartet. Mhm. Erwarten Sie das auch, einen sozusagen Niedergang, Untergang der Autoindustrie, wie es ja bei der Steinkohle fast 1:1 ist? Ich glaube, das liegt an den Autokonzernen selber, was sie jetzt tatsächlich tun. Wenn sie mit Transparenz reingehen, wenn sie Kundenvertrauen gewinnen, wenn sie auf die richtige Technologie setzen, dann kann das noch anders werden. Aber es ist ein Schritt vom Abgrund. Ja, das Ganze begann 2015. Seitdem beschäftigt uns der Skandal bei VW. Da geht es um manipulierte Abgaswerte. Die sind übrigens von der amerikanischen Umweltbehörde aufgedeckt worden. Der Konzern hat sofort gesagt, auch in Anzeigen, schonungslose Aufklärung. Bis zum heutigen Tag warten wir darauf. Und jetzt kommt es auch noch dicker, nämlich die Absprachen. Das ist auch ins Rollen gekommen, sozusagen auf vier Räder, aber nur die Spitze des Eisbergs. Deutschlands wichtigster Industriezweig in der Krise. Letzte Woche platzte die Bombe. 5 deutsche Autobauer sollen ihre Kunden durch illegale Absprachen jahrelang betrogen haben. Ein geheimes Kartell bei Technik, Kosten und Zulieferern? Ein Skandal historischen Ausmaßes? Wenn sich das alles so bewahrheitet, wie wir es im Moment hören, zum Teil auch nur gerüchteweise hören, dann hat das das Potenzial, zum größten Kartell zu werden, was wir in den letzten 50, 60 Jahren erlebt haben. Der Verdacht unter anderem? Die Autobauer haben sich illegal über die Tankgröße für ein Gemisch zur Dieselreinigung abgesprochen. Der Wettbewerb wurde dadurch ausgeschaltet. Schlecht für Kunden und Umwelt. Und das ist nicht der einzige Aufreger, der den Ruf einer ganzen Branche ruiniert, sondern nur ein weiteres Kapitel im seit Jahren andauernden Abgasskandal. Die neuen Enthüllungen bringen selbst den als Autofreund bekannten Bundesverkehrsminister in Erklärungsnot.
Diese Thematik ist in der Tat aber eine zusätzliche Belastung bei dem, was wir zurzeit auch alles mit der Automobilindustrie erleben. Es ist dringend notwendig, dass Vertrauen wieder geschaffen wird. Mit immer weiteren und neuen Enthüllungen ist das schwierig. Jahrelang waren deutsche Politiker die größten Fans der Autobranche. In den Aufsichtsräten der Konzerne sind bis heute Volksvertreter und Gewerkschafter zu finden. Von Manipulationen und geheimen Absprachen wollen die aber nur aus der Zeitung erfahren haben. Man gibt sich empört und bürgernah. Diejenigen Autofahrer, die im guten Glauben ein Auto gekauft haben, die dürfen am Ende nicht die Dummen sein, die drauf zahlen müssen oder in ihrer Nutzung eingeschränkt werden. Und deswegen finde ich, muss am Anfang der ganzen Diskussion zum Beispiel in den nächsten Wochen bei dem Dieselgipfel in Berlin die klare Festlegung stehen, es sind nicht die Autofahrer, die ganz am Ende die Zeche zahlen müssen. Die Opposition sieht schon den ganzen Wirtschaftsstandort in Gefahr. Es gefährdet auf Dauer Arbeitsplätze von 800.000 Menschen in Deutschland. Es gefährdet aber auch das Made in Germany. Arbeitnehmer, Kunden oder Steuerzahler? Wer zahlt am Ende wirklich die Zeche? Ja, es ist fast ein Blick in die Psyche der Politiker, fast aller. Wir werden nachher drüber sprechen. Aber ich frage Sie mal, Sie haben das ja mit aufgedeckt und mit recherchiert im Stern und die Bombe platzen lassen. Hätten Sie sich das jemals vorstellen können, dass meinetwegen ab der 90er Jahre sich diese Firmen unter einer Decke sozusagen treffen? Da muss doch irgendwann mal einer sich so auf die Füße gedreht gefühlt haben, dass er das rausgelassen hätte. Grundsätzlich muss man ja mal Folgendes sagen. Es ist über die Jahre natürlich so gewesen, dass die Autokonzerne über Umwelt- und Gesundheitsvorschriften einfach gezwungen waren, ihr Konzept anzupassen. Und sie wollten, dass das Konzept der deutschen Autobauer ist vor allen Dingen, wir verkaufen sichere, schnelle Autos. Und wenn die jetzt auch noch umweltfreundlich sein müssen, dann müssen wir halt irgendwas machen. Und dieses irgendwas machen ist dann leider in diesen hat sie sich ausdenken lassen, dass man eben manipuliert. Mhm. Und das ist ja das Eigentliche, was jetzt den Skandal ausmacht, ist ja nicht, dass die deutschen Autos, die in Deutschland gebaut werden, nicht schlecht, die sind ja nicht plötzlich schlecht, sondern die sind einfach manipuliert und die erfüllen nicht die Umwelt- und Gesundheitsvorschriften und sind deswegen Betrug am Kunden, der das kauft in dem guten Glauben. Also nicht die Autos sind schlecht, sondern die Menschen. Na, ich würde mal so sagen, das Management in den Autokonzernen, das darauf verfallen ist, zu sagen, okay, diese Grenzwerte, die können wir jetzt nicht so einfach einhalten. Wir wollen lieber ein bisschen mehr Geld verdienen und sparen, zum Beispiel wie in dem Film jetzt auch gezeigt. Das Problem ist ja, die haben so einen kleinen Behälter mit diesem AdBlue. Also ja, das diesem, hört sich wie so ein Cocktail so ein schöner Sommercocktail, ist aber was ganz Unappetitliches, aber nötig, um die Stickoxide rauszukriegen, die jetzt in Stuttgart auch zum Beispiel das Problem sind. Und da hat man sich möglicherweise, ich muss ja sagen, das sind ja noch Verdachtsfälle, es ist ja noch nicht bestätigt, hat man sich möglicherweise abgesprochen, hört mal, wir machen einen kleinen Tank, wir spritzen dann nur ein, wenn das Testbetrieb ist. Und ansonsten läuft das einfach so durch. Und das ist ja der eigentliche Skandal, dass im Prinzip im Namen der Gier die Autokonzerne darauf verzichtet haben, adäquate technische Lösungen einzubauen und den Kunden betrogen haben. Und nun hören wir eben die Stimmen der Politiker. Jetzt frage ich mal den langjährigen Minister aus Schleswig-Holstein und heutigen Bundesvorstand der Verbraucherzentralen. Also man hat ja so das Gefühl, die Stimmen, die wir eben gehört haben aus allen Parteien, sie wollen ja nur das Gute jetzt für den Kunden. Sie haben immer nur das Gute gewollt. Es widerspricht doch jeder Lebensweisheit, dass Politiker und Gewerkschafter, die in den Aufsichtsgremien sitzen, davon nichts gewusst haben wollen. Ich finde, dass der Verdacht zumindest nahe liegt. Und man kann ja noch einen Schritt weiter gehen. Es gab ja jede Menge Innovationen in den letzten Jahren, gegen die sich die deutsche Automobilindustrie gewehrt hat. Ich erinnere an den Rußfilter und viele andere Dinge. Und wo sie das auch in offener Absprache mit der deutschen Politik getan hat. Und ja, da glaube ich, haben viele Parteien immer kräftig dran mitgewirkt. Ja, ja. Und insofern war die Symbiose auch eine gefährliche Symbiose zwischen deutscher Automobilindustrie, deutscher Politik, teilweise gegen Brüssel, die oftmals versucht haben, mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz zu erreichen. Ja, ganz offensichtlich, das wusste ja auch jeder. Also Lobby gibt es vielleicht nur noch bei Wehrtechnik in gleichem Maße. Es gibt kaum einen Parteitag, wo nicht irgendein Auto, eine Autofirma eine Lounge sponsert oder Zuschüsse oder den Lauf für Gesundheitsfragen oder sowas macht. Wie eng ist die Lobbyarbeit
bei den Politikern angekommen. Die ist sehr, sehr eng. Man kann ja allein auch gucken, wer wohin gewechselt hat. Das finde ich soweit auch legitim. Also ich glaube, eine Demokratie braucht Lobbyismus. Es ist schon sehr eng verwoben. Ja. Und ich denke, das große Problem ist einfach Volkswagen und da die Zusammensetzung, dass das Land Niedersachsen da 21% hat, eine Sperrminorität. Und das ist einfach ein klassischer Interessenkonflikt. Das haben wir ja auch in dem Film gesehen. Herr Weil, der ist eigentlich Aufsichtsrat und muss die Interessen des Unternehmens schützen. Er ist aber auch gewählter Ministerpräsident und redet für die Bürger. Und hat jetzt einen Wahlkampf. Ja, und er ist auch für die Bürger da. Also er müsste eigentlich die Bürger informieren, was ist da passiert, kann das aber nicht, weil er ja auch Aufsichtsrat ist und deswegen die Interessen schützen muss. Und das ist einfach ein Konflikt, der jetzt so offensichtlich ist, dass man einfach sagen kann, das muss sich in den Strukturen ändern. Und Ihr Herr Kretschmann sitzt ja da jetzt mit seinen Grünen bei Mercedes. Natürlich, und er wird sozusagen auch überlegen müssen, was ist sozusagen seine Rolle. Der Punkt ist ja die Politik muss letztendlich sich dafür verantworten, welchen Interessen sie dient. Und sie hat das Gefühl und vielleicht auch das Gefühl vermittelt bekommen, es wäre klug, den Industrieinteressen zu dienen. Das mag vielleicht kurzfristig auch geklappt haben, aber wir haben an den Banken gesehen, was Bankenregulierung, schlechte Regulierung bedeutet hat. Und das wiederholt sich gerade im Automobilbereich. Und langfristig dient es eben weder der Industrie und erst recht nicht den Kundeninteressen und auch nicht den Umwelt- und Wir hatten das ja eben mit der Steinkohle. Da ging es ja um die konkreten Arbeitsplätze, die weg sind. Ja. Bei den Banken ging es ja hauptsächlich ums Vertrauen. Das und um auch Geld, um ne? Geld, was weg war, ja, dann, und Minuszinsen und was nicht alles. Kommt Ähnliches auf die Aktionäre, aber vor allem auch auf die Autokäufer zu? Ja, das ist ja das Problem eigentlich, das sind ja die Kunden. Also warum wird das überhaupt produziert? Weil die Kunden eben ein Auto kaufen wollen und sie vertrauen darauf, dass sie was Gutes kaufen. Und das Problem ist einfach jetzt, dass das Vertrauen weg ist. Und das ist so ähnlich jetzt auch wie mit der Energiebranche. Wir erinnern uns alle, vor einigen Jahren hieß es, wir brauchen alle diese Kohlekraftwerke. Ohne Kohlekraftwerke geht die Industrie unter und Deutschland gleich mit. Ja? So ähnlich ist es jetzt auch mit der Autobranche gewesen. Ohne unsere Autoproduzenten, ohne die Unterstützung geht die Autobranche unter und Deutschland gleich mit. Und wir haben bei der Energiebranche eben jetzt gesehen, dass der Wandel zwar langsam, aber er kommt, aber er gelingt. Also es sind jetzt nicht mehr nur diese Kohlekraftwerke, sondern viele kleine Windmühlen, dezentral Speichertechnologie. Für uns ist es mittlerweile total normal, das Auto in den Speicher zu stecken. Aber von den Steinkohlebergwerken und Kraftwerken ist aber nicht bekannt, dass die im großen Stil ihre Werte manipuliert haben. Naja, sagen wir so, auch da gab es eine Debatte, welche Quecksilberausstoßgrenzwerte darf es geben, sollte es geben, ist das gesundheitsgefährlich oder nicht. Aber sie manipuliert. Nein, sie haben sie bei den Kohlekraftwerken war genauso ein Problem. Nicht manipuliert, aber sie haben sie auch politisch beeinflusst. Ja. Und das Gefährliche ist, wenn Politik eben sich so beeinflussen lässt. Aber es gibt noch eine zweite Analogie, nämlich die Frage, wer leidet jetzt eigentlich darunter? Ja. Und das werden jetzt in erster Linie Menschen sein, die auch nach dem Urteil vergangene Woche sich fragen, was bedeutet das jetzt konkret für Stuttgart? Aber Stuttgart ist ja eine Stadt, die für viele Städte steht, wo die Stickoxidproblematik tatsächlich so gravierend ist. Also quasi das Urteil, wo die Umwelthilfe Recht bekommen hat, nach dem Motto, wir haben ein Recht auf saubere Umwelt. Und dass das Recht auf Gesundheit über das Recht auf Mobilität stehen muss. Ich finde, das ist das Grundgesetz, das ist vollkommen einsichtig. So, und die Frage ist aber jetzt, das sagen Sie mal einen auf der Schwäbischen Alb, der das Auto braucht. Ja, das ist richtig. Darum sind wir zum Beispiel auch dezidiert gegen Fahrverbote. Die Fahrverbote sind ja auch nur in den Städten, wo die Grenzwerte dann so dezidiert überschritten aber werden. Aber Sie haben halt die Auto. Der Deutsche hat ja sein liebes Auto. Ja, dann muss er das am Stadtrand abstellen und in die Stadt fahren. Ja, und die Frage ist ja, welches Auto tatsächlich das Problem verursacht. Das sind zurzeit vor allem die Dieselfahrzeuge. Und eine Konsequenz wird jetzt sein, entweder es gelingt nachzuweisen, dass die Umrüstung funktioniert. Ich habe da erhebliche Zweifel, dass das gelingt. Oder aber, dann muss die Automobilindustrie eben bereit sein, diese Fahrzeuge durch angemessene andere Fahrzeuge zu ersetzen. Ja, das ist teuer, aber das wäre ein Weg, die Fahrverbote zu vermeiden. Ja, exakt. Also die Softwarelösungen. Nächste Woche haben wir den Dieselgipfel im Kanzleramt. Bisher hieß es ja, wir machen diese Softwarelösung und auf Kosten der Autokonzerne, dass das gemacht wird, das ist definitiv nicht genug. Das hat ja heute auch das Gericht gesagt. Also heute in Stuttgart, das Urteil in Stuttgart war ja auch so, dass man gesagt hat, okay, Softwarelösungen reichen nicht. Wir brauchen die Fahrverbote. Und wenn jetzt die Autokonzerne umrüsten wollen, müssen sie einfach auch zum Beispiel größere Tags einbauen. Also nun sitzen wir beide hier in Berlin. Glauben Sie wirklich, dass der Autogipfel sich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigt und nicht doch, dass jede Partei beim Wahlkampf und nachher beim Wahlergebnis davon was abhaben will?
Ja, die Sache ist ja die, wenn man auf die Politiker hört und fragt, wollt ihr die Fahrverbote, ist eigentlich keiner für die Fahrverbote, genau. Weil jeder Kunde, jeder Autofahrer, der nicht fahren darf, ist ein verlorener Wähler. Sicherlich, wir haben da Wahlkampf, das ist ganz klar. Und ich glaube auch nicht, dass vor der Wahl da was Großes entschieden wird. Das Einzige, was jetzt eben rauskommen kann am Mittwoch, ist, dass die Autokonzerne sich verpflichten, zur Schadensbegrenzung alle Nachrüstmaßnahmen aus eigener Tasche zu bezahlen. Also das wäre eigentlich für die Regierungsparteien der größtmögliche Erfolg, zu sagen, seht her, wir verschonen den Steuern. Also das ist eigentlich nur das Mindeste, weil wir haben zwischenzeitlich Forderungen gehört haben, Drittellösungen, also ein Drittel zahlt nur die Autoindustrie, ein Drittel der Steuerzahler, ein Drittel der Autokäufer, geht gar nicht. Sie haben eben gefragt, wird man auf wissenschaftliche Grenzwerte hören? Da hätte ich auch meine Zweifel, obwohl ja auch eine wichtige Naturwissenschaftlerin am Tisch sitzt. Aber Sie werden auf Gerichtsurteile hören. Aber eine gerissene Wahlkämpferin. Eine faszinierende Wahlkämpferin. Aber Sie werden auf Gerichtsurteile hören. Und da war Stuttgart tatsächlich ein Warnschuss, dem weitere Folgen werden. Und darum ist die Möglichkeit zu sagen, ich sitze das weiter aus und ich teile genau die Skepsis zu den Umrüstaktionen, Software-Updates. Da hat jetzt das Gericht angefangen, einen Riegel vorzuschieben. Also es muss tatsächlich eine andere Technologie her. Ich bezweifle, dass zum Beispiel der Vorstoß der bayerischen Regierung jetzt besonders schlau ist, zu sagen, wir nehmen neue Steuersubventionen. Wobei ich da wirklich skeptisch bin. Ich würde keine Technologie. Ich finde das wirklich aus Frankreich und England, ich finde das nicht richtig, Technologien vorzuschreiben. Also das ist doch was will der Kunde? Ich kann Grenzwerte vorschreiben. Wie bei Apple, das Apple iPhone, das wurde niemals irgendwas vorgeschrieben. Das ist einfach auf den Kunden hin konstruiert worden. Ja, aber beim iPhone habe ich nicht die Umweltproblematik, Gesundheitsproblematik. Das weiß man jetzt nicht, aber ich meine nur die Produktentwicklung. Also jetzt sage ich immer noch, wir haben Ende September eine entscheidende Wahl. Und dieser Gipfel, der jetzt kommt am Mittwoch, ich würde immer noch behaupten, der ist hauptsächlich politisch. In der Bild-Zeitung, das war jetzt nicht im Stern, stand ein interessanter Leserbrief. Süddeutsche Zeitung. Ja, Entschuldigung, Süddeutsche Zeitung. Das muss ich aber ganz deutlich betonen. Und das haben Sie A in einem tollen Leitartikel geschrieben, aber B auch eben in Ihren Recherchen. Und es stand nicht in der Süddeutschen Zeitung, also auch nicht im Stern und nirgendwo, in der Bild-Zeitung. Ganz, ganz klein, diese Leserbriefe. Also, wo ein Leser schreibt, er wunderte sich, dass nicht wenigstens eine Partei ergreift für die Verbraucher, ganz radikal, der würde doch im Augenblick die Wahl gewinnen. Das glaube ich wiederum nicht, weil ja viele, wenn wir darüber reden, dass 1 Million Beschäftigte bei der Autoindustrie sind, das ist ja nicht nur so, dass sie sich jetzt zum Teil zu Unrecht angegriffen fühlen, auch von Medien, weil sie sagen, es ist einfach noch nicht bewiesen und da haben sie in einer gewissen Weise auch recht. Ne? Wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle darauf springen und so tun, als wäre das Kartell erwiesen. Es wird vermutet. Und es gibt sicherlich auch anderswo diese Vermutung in anderen Autobauern und so weiter. Das schon, aber ich denke nicht, dass wenn 1 Million Arbeitnehmer jetzt plötzlich in Betrieben gearbeitet haben sollen, die nur betrogen haben, dass das für die Partei, die das fordert, dann Wählerstimmen bringt. Aber jetzt kommen ja die Auto, die Zubehörfirmen, siehe Bosch noch dazu, wo man ja auch mit ein bisschen Lebensweisheit denken muss, die werden so teilweise erpresst von siehe Piëch, dass die gesagt haben, also um unsere Arbeitsplätze zu erhalten, machen wir da mit. Das Kartell ist doch viel größer. Richtig. Und es gibt im Kartellrecht eine Besonderheit, die muss man vielleicht kurz erklären. Es gibt eine Art Kronzeugenregelung. Das heißt, der Erste, der selber zugibt, dabei gewesen zu sein, hat nachher eine große Chance, mit Straffreiheit rauszugehen. Ja. Und darum würde ich schon sagen, es ist etwas mehr als nur die Vermutung, der Verdacht, der da ist. Es gibt unwidersprochen zwei Selbstbezichtigungen von Volkswagen und Daimler. Das ist ja die Grundlage, auf der wir reden. Es gibt jetzt immer mehr Protokolle, die ja offensichtlich gefunden werden bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. So ist man jetzt auf Bosch gekommen. Das heißt, ich würde mal dreist sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Es gibt auf jeden Fall den Schaden der Absprachen, was Technologieentwicklung angeht. Und darum ist die Frage relevant. Was macht das jetzt mit mir als Autokäufer? Das eine ist das Vermeiden der Fahrverbote. Das zweite ist aber die Frage der Entschädigung. Und wie kann ich leichter nachweisen als bisher und vielleicht auch besser, als wenn jetzt 10.000 Menschen individuell klagen müssen, dass ich der Geschädigte bin und dass die Autokonzerne mich auch entschädigen müssen. Da beantworten Sie jetzt gleich die Fragen, die wir draußen, die Frage, die wir gestellt haben. Denn da haben wir diese ganze Vielfalt und die Empörung, die Resignation und die Ohnmacht der Bürger erlebt hier draußen bei unserer kleinen Umfrage am Pariser Platz. Ich finde es furchtbar, was man da gemacht hat. Das sind immer die Leute, die schon viel Geld haben, die wollen immer mehr haben.
Und so sieht es aus. Niemand äußert sich da, weder die Kanzlerin noch der Verkehrsminister. Die machen alle Backe-Backe-Kuchen und es ändert sich nichts. Ob das jetzt die Autobranche ist von da, die Preisabsprachen hat es doch überall schon gegeben. Aber dass unsere Autokonzerne, die so einen Weltruf haben, ja, so etwas Hinterhältiges machen, um den Verbraucher zu hintergehen, das finde ich wirklich widerlich. Und das passt gar nicht zu Deutschland. Überlegen Sie mal, wie viele Politiker in den Aufsichtsräten sind von Mercedes, BMW und wer weiß was. Und das ist das Problem an der Sache. Also, da hackt sich doch eine Krähe der anderen nicht die Augen aus. Einsperren die Leute. Alle, die da verantwortlich sind, den ganzen Vorstand von jeder Firma. Ja. Verbraucherschutz ist für mich die größte Katastrophe überhaupt. Egal, ob es um Lebensmittel geht oder um Umweltschutz oder um Autos. Schlimmer sehe ich ja diesen Dieselskandal an, wo die Firmen haben ja querbeet alle betrogen. Am schlimmsten finde ich, dass in Amerika die alle entschädigt werden, aber hier in Deutschland oder sowas die Verbraucher im Endeffekt ohne Entschädigungen davonkommen. Ja, Herr Müller, Sie haben da eben angesetzt. Das fragt sich ja jeder. Wieso kriegt man da in Amerika teilweise üppige Entschädigungen? Und hier kriegt man nichts. Im Gegenteil, hier kriegt man ja sogar noch die Strafsteuern nachher drauf, weil Herr Schäuble ja die Steuern berechnet nach einem Modell, das ja manipuliert ist. So, und das ist genau einer der Punkte, wo man sagen muss, dass das Rechtssystem in den USA unterschiedlich ist. Das wollen wir nicht eins zu eins kopieren, aber es gibt zum Beispiel das Problem, dass ich in Deutschland individuell klagen muss. Es gibt keine sogenannte Musterklage oder wie immer man es nachher nennen möchte, wo es eine Institution gibt, die klagt. Das wäre kostengünstiger für das Unternehmen, für die Gerichte und einfacher für uns Verbraucher. SPD und CDU haben das in dieser Legislaturperiode nicht hingekriegt. Das wäre die erste Geschichte, die nächste. Die SPD hat es vorangetrieben, muss man jetzt mal so sagen. Sie haben's versucht. Die CDU hat es blockiert. Ne? Genau, beide haben dann sozusagen sich gerangelt an der Stelle. Aber es wäre genau das Erste, wo wir Herrn Maas nur den Rücken stärken können und zu sagen, das erste Kapitel im neuen Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung muss eine Musterklage sein. Das wäre ja zum Beispiel auch ein Ergebnis, was nächste Woche beim Gipfel rauskommen könnte, dass Frau Merkel sagt, okay, wir machen das jetzt mit der Musterfeststellungsklage. Es gibt noch zwei Sitzungstage, Anfang September könnte man durchwinken. Verstehen Sie die Leute in Amerika? Also ich war ein paar Mal in Kalifornien und da sagen einem die Leute ganz platt, wenn die merken, man kommt aus Deutschland, sofort, ihr kommt hier mit dem erhobenen Zeigefinger der Gutmenschen im Klimaschutz, allem voran Angela Merkel, und will da den armen Trump niedermachen. Und arm ist er nicht. Ich sage das in Anführungszeichen. Und ihr kommt als Betrüger. Das Problem ist wirklich, dass Deutschland eben beim Klimaschutz immer so auftritt, als wären wir die Allerbesten. Frau Merkel hat 2008 halt diese ganzen Klimaschutzbeschlüsse verhandelt, auch in Brüssel. Alle hat sie da hinter sich versammelt. Sie war die Klimakanzlerin. Und was sehen wir heute? Dass wirklich überall dort, wo konkrete Klima- und auch Gesundheitsbeschlüsse gefordert sind, dann greift sie zum Hörer und ruft in Brüssel an. Also das war in meiner Korrespondentenzeit, habe ich das mehrmals erlebt, dass in der Tat Beschlüsse, die abgestimmt waren, in letzter Minute von der Tagesordnung genommen wurden. Das waren also Abgasgrenzwerte, weil Frau Merkel interveniert hatte. Ja. Man muss grundsätzlich dazu sagen, es ist jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn ein Regierungschef für seine Industrie auch mal was macht. Und das dafür machen auch alle. Dann noch von das dem grünen alle. Ministerpräsidenten Kretschmann, der sagt, ich bete für Frau Merkel. Weil die so großartig ist. Das war vielleicht sozusagen sein Wahlkampf-Gag an der Stelle. Das muss man, glaube ich, der zieht auch alle Register. Wie geht es jetzt weiter? Und ich will nochmal auf Großbritannien und Frankreich zurückkommen, die jetzt ja für 2040, was ja eine sehr, sehr lange Distanz ist, also da muss man sich nicht so viele graue Haare machen, aber vorangegangen sind. Und die Frage auch jetzt mit Blick auf Mittwoch wird sein, verharrt man als Industrie, als Autonation in der Vergangenheit? Ihre Eingangsfrage war ja nach dem Bergbau. Das wäre der sicherste Weg, das zu wiederholen. Das können wir nicht wollen. Oder aber hat die Politik, die Bundesregierung den Mut zu sagen, nein, wir gehen voran, wir beenden die Hetschelei. Wir erwarten sozusagen von der Autoindustrie die Unterstützung für die Entschädigung, für die Musterklage und tatsächlich für eine bessere Technologie. Könnte man nicht sowas wie eine Abwrackprämie machen? Ja, aber das wäre ja eigentlich, sagen wir mal so. Sie haben doch Geld. Nein.
Also für die Autos, die jetzt nicht umgerüstet werden können, klar, das wäre ein Entgegenkommen der Autoindustrie, zu sagen, wir machen jetzt einen Fonds, aus diesem Fonds bezahlen wir alle diejenigen, die nicht mehr fahren dürfen mit dem Auto und wir verrechnen das mit einem neuen Wagen, mit dem sie dann fahren können. Ein Fonds der Autoindustrie, ein Fonds nicht bezahlt, gefüllt von der Autoindustrie. Ja. Also wir müssen uns noch mal überlegen, in Kalifornien und in den USA zahlen die 20 Milliarden Entschädigung. Ja. Ja. Für 20 Milliarden kann man das ein oder andere Auto auch in Deutschland austauschen. Ja? Und wenn man noch hinzunimmt, all die Millionen Gewinne bzw. Gehälter, Boni, die ausgezahlt wurden. Ich würde da sagen, da kommt eine ganz schöne Summe zusammen. Und Herr Winterkorn kriegt mit seinem goldenen Handschlag 3.100 Euro am Tag. In der Stunde. Ich habe jetzt die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber er kriegt wahnsinnig viel Geld. Und dafür, dass er verantwortlich war, und er war verantwortlich, und ich finde, die können sich auch nicht rausreden und sagen, wir wussten von nichts, weil sie waren diejenigen, die in der Verantwortung waren und dafür bezahlt wurden. Aber der Brandbauer muss sein, kein Geld vom Steuerzahler, weil er war nicht verantwortlich für die Entwicklung, die wir heute haben. So, das wäre ja fast schon das Schlusswort. Wir kommen auch zum Schluss. Da frage ich Sie, Sie sind beide wie kaum jemand in Deutschland in diesem Thema drin. Frau Gammelin, werden wir das Vertrauen in die Autoindustrie noch in dieser Generation wiederkriegen? Also ich denke schon. Das liegt jetzt ganz komplett in den Händen der Autoindustrie. Und es ist ja auch so bei der Energie, um das Beispiel vom Anfang zu nehmen, dass auch Deutschland bei der Energiewende jetzt vorangeht. Warum sollen sie es nicht mit den Autos schaffen? Aber da muss eben jetzt die Voraussetzung ran. Da kommt auch dann so ein Symbolthema wie Winterkorn. Also der kriegt 3.100 am Tag, habe ich jetzt mal geguckt. Das, sowas macht natürlich auch das Vertrauen völlig kaputt der normalen Leute. Aber was meinen Sie, wird das in dieser Generation, die das jetzt so miterlebt, und jetzt kommt ja jeden Tag vielleicht was Neues, wird das wieder zurückkommen? Also ich wünsche mir das, weil Mobilität wichtig ist, weil die Autonation Deutschland wichtig ist, aber sie wird es mit einer anderen Technologie, mit einer anderen Kultur in den Unternehmen, mit einer anderen Kultur in den Unternehmen, was Transparenz und Absprachen angeht, und mit einer anderen Haltung der Politik, die deutlich machen muss, Liebdienerei hilft der Industrie gar nicht, sondern nur klare Regeln, ein klarer Rahmen, in dem sich bewegen kann, bessere Verbraucherrechte, klare Entschädigung. Das ist das, was Vertrauen wiedergibt. Und die Bahn hat, und wer da an Wahlkampf denkt, ist natürlich völlig auf dem falschen Dampfer. Nun gerade jetzt am Freitag verkündet, dass man die Strecke jetzt endgültig ausbaut mit allen Vorteilen zwischen quasi Hamburg und München. Man könnte doch auch sagen, dann fahren wir alle Bahn. Das wäre wünschenswert und wunderbar. Wann wird diese Bahnstrecke fertig sein, sagten Sie? 2030 ist irgendein so ein Knotenpunkt. Das hilft uns allen sehr. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort. Ich glaube nicht, dass die Bundesbürger, so sehr sie jetzt enttäuscht sein sollten von Audi, Porsche und so weiter, plötzlich ab übermorgen alle japanische Autos oder chinesische Autos dann oder irgendwas kaufen. Dann bleibt doch noch Gerhard Schröder deswegen, hier, der jetzt ist die Genosse Aufgabe der da, Bosse, ne? Genau, dass dann doch die Hoffnung aller Politiker da ist, das Auto ist dann doch noch des deutschen Liebstes. Kinder vielleicht nicht so unbedingt bei den Grünen. Herr Müller, danke, dass Sie da waren, langjähriger Minister in Schleswig-Holstein und Bundesvorstand der Verbraucherzentralen. Und die Kollegin Kerstin Gammelin, stellvertretende Büroleiterin der Süddeutschen Zeitung, die hoffentlich weiter energisch recherchiert und kommentiert. Ich kann nur die Lektüre jeden Tag empfehlen. Herzlichen Dank. Und deswegen machen wir auch Pause, dass Sie jetzt lesen können. Das war's für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder.